Willkommen zurück bei Assassin's Creed. Wir machen direkt weiter mit den Kämpfen. Bist du bereit für das Turnier? Jawohl. Ich bin bereit. Gut, wähle deine Waffe. So, die zwei kleinen Schwerter hatten wir beim letzten Mal. Dann nehmen wir jetzt das Kurzschwert. Sieht schön schwer in der Hand. Das sieht ja geil aus. Ich hatte beim drei Runden, keine ja, Pause dazwischen. Ja. Und wenn ich hatte Gegner aufgeht, beim letzten Part ja gemeint, dass eventuell. Da spricht der Krieger. Hat ja gemeint, dass das Bild etwas hinterherhängt. Ich habe gerade mal reingeguckt. Wohl doch nicht. Sieht wohl nur in der Vorschau von OBS so aus. Auf jeden Fall habe ich jetzt gerade beim Gucken. Oh, ich habe mir die Folge gerade oder den Part, den gestrigen, angeguckt. In der Aufnahme, bevor ich die jetzt bearbeitet habe, und es sieht mir nicht so aus, als ob das Bild hinterher hinkt. Das sieht wohl nur in der Aufnahme, in der Vorschau von OBS so aus. Naja. Alter. Ihr zwei kämpft wie echte Wikinger-Legenden. Reiß mich nicht. Alter, ist das Ding geil. Das will ich haben. Oha. Ey, der hat einen Hammer. Hau ab. Ihr zwei sind gut zusammen. Ja, der ist weg. Wow! Blut für Odin! Bleib weg! Zack! Ich weiß noch nicht, wie ich das jetzt mit den beiden Schildern machen soll. Die geht schon wieder. Mal sehen, wie du dich alleine schlägst. Auch nicht schlechter, will ich mal behaupten. Hau dich in zwei. Boom. Aua. Erstmal den einen platt machen. Verschwinde. Hallo, erst aufgeben und dann zustechen, ne? Hier so ist der nicht. Letzte Kämpfer, der noch steht. Eivor vom Rabenclan. Und jetzt mit zwei Schildern? Diese Waffe hast du wahrhaftig gemeistert. Hier, ein paar Marken. Du hast sie dir verdient. Was war das denn gerade? Wow. Eivor! Bist du bereit für das Turnier? Ja, ich weiß nur nicht genau. Ich bin bereit. Gut, wähle deine Waffe. Zwei Schilde, jetzt wird's interessant. Jetzt wird's interessant. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache. Ah, tödlich. Junge, das sind zwei Schilde. Was ist das? Es gibt drei Runden, keine Pause dazwischen. Und wenn ein Gegner aufgibt, hört ihr auf zu kämpfen. Bereit? Bereit und hungrig. Da spricht der Krieger. Je nach Wahl der Waffen und Gegner könnten die Kämpfe etwas unausgewogen sein. Ja, ja. Und nicht vergessen, das ist kein Zweikampf. Mögen die Götter euch schützen. Schon klar. Seid ihr bereit? Fangt an!
Ja? Mit einem Mitstreiter macht es doch gleich viel mehr Spaß. Au! Ruhm dem Allvater! Geh einfach woanders hin, ja? Alter, mit den Schildern ist Hey. Du bist erledigt! Wir zwei kämpfen gut zusammen. Hier gibt es nichts zu sehen. Das ist nah genug. Verschwinde! Keine Zeit weiter. Hallo? Jetzt. Kommst du her, Junge? Du mieser Troll! Dreh um! Sofort! Puh! Also... Du hättest ohnehin keine Hilfe gebraucht. Jetzt könnte es interessant werden, nur mit Schildern. Hier gibt es nichts für dich. Alter! Sag mal, wozu drücke ich eigentlich auf Blocken, wenn das... Sag mal. Verschwinde. Okay. Komm gar nicht näher. Ja. Boah, was ist denn mit dem? Wieso blockt der denn? Alter! Der blockt. Eivor blockt besser, wenn er kein Schild in der Hand hat. Kann das sein? Der ist mit den Schildern viel zu langsam. Hallo! So. Mein. Okay, aber nur mit Schildern ist er verdammt langsam. Das heißt, hier ist der letzte Kämpfer. Da wird der das Blocken ja schon fast eine Herausforderung. Meine Güte. Aber wir haben es geschafft. Diese Waffe hast du wahrhaftig gemeistert. Hier ja. Ein paar Marken. Du wir hast haben, sie dir verdient. Wir haben alle Waffen gemeistert. Nummer 90, ja, also. Gut, was können wir denn als nächstes hier machen? Ja, da kamen wir. Okay.
Dann nehmen wir mal die Karte hier. So, und gehen als nächstes dahin. Ne? Das haben wir nicht auch noch nicht gemacht. Also er soll etwas in dem Laden kaufen. Wo war der denn mit seinem Laden? Du gehst also ins Frankenland? Einen schönen Tag, Norwid. Eivor, sei gegrüßt. Gut, dann kaufen wir doch mal was bei ihm. Zeig mir doch mal, was du hast. Sieh dich um. Ich glaube, wir kaufen uns direkt mal den Jagdfalken. Keine Beute entkommt den Klauen des Falken. So, das kommt dann beim nächsten Mal dran. Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. Bis bald, Eivor. Nicht Schädelspalter, nicht Blutsturm, sondern Perfette. So. Das muss ein sehr reiches Land sein. Dann gehen wir mal kurz. Okay, kein Bogenschießen diesmal. Gehe ich mal direkt den Falken ausrüsten. Der Schrein befindet sich in der Siedlung in der Nähe des Wasserfalls. Ah, das ist doch hier hinten dann. Da, wo ich eh hin muss, ne? Ja, wunderbar. Genau hier wollte ich doch eh hin. War alles geplant. Ist er hier? Ah, da ist er. Du bist immer am Arbeiten, ne? Hi. Zeig mir, was du anzubieten hast. Rabe. Wir haben zwei neuen. Hä? Den hatten wir auch schon mal. Den nehmen wir jetzt. Schon durch? Jupp. Nun muss ich gehen. Auf bald. Bis nächstes Mal. Was siehst du da oben, Sönen? Phew, gefällt mir. Okay. Anscheinend wurden Nachrichten an die Götter hinterlassen. Ich frage mich, wer welche verfasst hat. Ah ja. Torbjörns Gebet. Götter, führt meine Hände und lasst sie weiterhin vom Mehl bedeckt sein, nicht Blut. Petras Gebet. Macht die Rehe fetter und sorgt für weniger Wölfe. Ranchis Gebet. Wache über uns im Krieg und führe uns zu deiner Halle, wenn wir fallen. So etwas hätte ich von Petra nicht erwartet. Yeah. Bringen wir das mal da runter. Bringe ein Gebet mit, um sie im Feuer zu opfern. Hast du die Nachrichten der Leute gelesen? Ja. Yeah. Es waren einige bemerkenswerte Gebete dabei. Scheiße! Brenne. Das Opfer ist vollbracht.
Erhebe deine Fackel und bringe unsere Gaben dem Gott deiner Wahl dar. Oha. Ich glaube... Ich habe den ganzen Tag nicht gewonnen. Das muss sich ändern. Ich glaube, wir nehmen Freya. Einfach weil. Genau, ja. So, Fackel. Dies opfern wir dir, holde Freya. Mögest du uns große Beute gewähren. So. Auf dass wir reich werden und heil zurückkehren. Gut gemacht, Eivor. Du hast unseren Clan mit Demut und Anmut vertreten. Wir alle wissen zu schätzen, was du für uns tust. Sieh vor den Häusern der Einwohner nach. Vielleicht erwartet dich dort ja ein Dankeschön. Jedes Fest scheint noch mehr Feiernde anzulocken. Hol deine Dankesmarken ab. Für seine Feste bekannt. Achso, ja gut. Die sind schon markiert. Ja, kann ich mit ihr... Überblicke das Land, Freundin. Ja, okay. So, also, schauen wir mal. 119, 76, dann gehen wir zuerst mal da ein. Hopp. Petras Dank, du hast uns ein Zuhause gegeben. Ich bin dankbar. Aha. 35 Münzen. 68, 76. Dann gehen wir. Ist das hier drin? Tatsache. Na, hey. Mein Junge. Ist hier zu viel Trubel draußen? Ja, kann ich verstehen. Ist nicht hier drin, ne? Hi. Kann man die eigentlich in... Nee, oh, schade. Okay, wir müssen einmal... Ey, schubs uns nicht weg. Einmal außenrum. Ah. So. Alvis, Dank. Deine Zunge schneidet so scharf wie deine Klinge. Kein Lehrling vor dir war so gewitzt. Okay. Nochmal 35 Münzen. Wunderbar. Einfach weil er da stand. Wow. Heilsamsdank. Dein Volk zollt dir die Art Bewunderung, die man nur durch Vertrauen gewinnt. Quest abgeschlossen. Abgeschlossen. Hey! Wir ganz kurz bei Reda was gucken, aber ich glaube, ich bin zu spät dran. Will ich zu sehen. Was bietest du heute an? Ja, yep, ich bin... dann halt nicht. Ich muss gehen. Bleib gesund. Geh ruhig. Ich werde hier sein. Gut, lasst uns auf die Karte gucken. Können wir hier noch machen. Kriegsvorbereitung. Das Spiel haben wir gemacht, dann gehen wir jetzt dahin. Güterprüfung. Güter oder? Ja doch, Güter. Oder war das Kämpfen? Dann haben wir es auch schon gemacht. Irgendwie komme ich...
gerade ein wenig durcheinander. Hey, hey, hey. Was denn du da? Oh. Torbjörn. Welch Freude, dich zu sehen, Eivor. Sollen wir etwas Zeit zusammen ver... Nein, danke. Entschuldige, ich muss weiter. Ich wollte nur kurz bei dir vorbeischauen. Latsch. Okay, ja, das hatten wir schon. Und das hat... Gut. Dann... Gehen wir mal dahin. Das ist... Ich sollte nachsehen, was es in der Siedlung zu tun gibt. Ich bin umgeben von Tölpeln und Räubern. Die langen Tage lassen dich ruhelos werden, Aki. Du verlässt dich zu schnell auf deine Fäuste. Was willst du damit sagen? Dass ich mich in einer Zankrede nicht mehr behaupten könnte? Nein, ganz und gar nicht. Ich sage dir, Alvis ist nicht der einzige Spottstreitmeister hier. Machen wir einen Wettkampf, dann zeige ich dir, wer hier das gewinnendste Mundwerk hat. Okay. Machen wir es noch spannender und wetten auf den Ausgang. Oh, Aki, das wirst du bereuen. Von wie vielen Marken willst du dich trennen? Da hast du deinen Einsatz. Ich bin bereit. Kneif das tapfere Wolfsmal etwa vor dem Streit. Bring Benehmen dir bei. Es ist auch höchste Zeit. Bin der Größte, der Stärkste, der Schönste beim Fest. Mein Gebräu gibt dir Saures. Die Fäuste, den Rest. Ich bin berühmt. Du atmest nur anderen die Luft weg. Du bist unan... Ach du Scheiße. Auf der ganzen Welt bin ich berühmt. Du sitzt nur rum und atmest anderen die Luft weg. Der war... Schales Bier, Eivor. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, hier muss ich anders auch vorgehen. Wenn ich nicht wie du immer protze und prahl. Glaub mir, mehr als ein Lehrling bin ich allemal. Ja, weiß schon wie. Nur... Nun ja, das ruhige Leben ist ganz, was dir steht. Wenn ich herrsche und siege, pflegst du deinen Met. Du bist bissiger, als ich erwartet hatte. Jupp. Du weißt nicht, wer ich bin, also nimm dich in Acht. Mein Verstand hat mir oft schon den Sieg eingebracht. Meinst du? Na gut, nein. Wahn getan. Kern. Sprich im Wahn... 2, 3, 2 oder 3, 2 oder 3. Ach, du hältst dich für besser. Dann sprichst du im Wahn. Du bist deinem Gesöff wohl zu sehr zugetan. Oh, das hat gesessen. Du raubst mir die Geduld, deshalb ende ich hier. Du bist lasch und geschmacklos wie fränkisches Bier. Willst du mich verarschen? Du könntest durchstarten, doch ich werde es nicht erwarten. Lieber stumm, Schelm. Im Grunde sich zu... Dir liegt spotten, das merkt man. Doch bleib lieber stumm. Deine Worte und Reime bringen dich sonst noch um. Das kann ich leider nur bewundern. Nun verschon dieses Dorf. Halt den Schnabel, du Wicht. Dein Gebräu mag ganz gut sein, doch mich kriegst du nicht. Na also. Wir sollen irgendwie mit den Schweinen helfen. Was haben wir denn hier? Ein Festmahl und ein paar Heldentaten sollten alle in die richtige Stimmung bringen. Ein Festmahl. Rufe, lass dich tätowieren, finde die 3 Kriegsbriefe im... Oha. Na gut, dann rufen wir doch erstmal zum Festmahl. Ist das direkt hier? Kann ich hier direkt zum Festmahl rufen? Ja, scheinbar muss ich das in der, oben in der Halle machen, oder? Ich geh mal gucken.
Wo ist das Medfass, mein Freund? Eine Seherin hat mich gewarnt. Sie hatte eine Vision, in der ich als Frosch in einem Bottich voll Met ertrank. Seitdem bin ich trocken. Stattdessen bewachst du jetzt leere Pferche? Ich hatte gehofft, es merkt niemand, aber die Schweine für das Opfer sind mir entwischt, als der Karren verunglückt ist. Ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Ich soll die Schweine finden, erlegen und dir das Fleisch bringen. Was? Nein, nein. Sie müssen für die Opfergabe noch leben. Kannst du sie einfangen und herbringen? Und wie soll ich das deiner Meinung nach anstellen? Der Bauer, der sie mir verkauft hat, meinte, sie kommen, wenn man pfeift. Und wenn sie dir vertrauen, folgen sie dir. Das klingt nach einer Aufgabe für Kinder. Ist Bertram nicht da? Bitte, Eivor. Norwid gab mir ein paar seiner Marken. Wenn du mir die Schweine bringst, gehören sie dir. Nun gut, Brun. Ich hol deine verlorenen Schweine zurück. Danke, Eivor. Mögen die Götter dir hold sein. Er hat Ernst. Oh Mann. Das sieht nach dem verunglückten Schweinekarren aus. Ihre Spuren führen in den Wald. Strecke deine Flügel, Sühnen. Da sind sie. Jetzt pfeifen und hoffen, dass sie mir vertrauen. Wie der Bauer die Schweine wohl abgerichtet hat, auf ein Pfeifen zu hören. Na, wo sind die anderen? Sieh mal nach, Sühnen. Komm schon, Schweinchen. Willst du etwa nicht den Göttern geopfert werden? Das ist eine Ehre, versprochen. Okay, das war zu oft. So, zwei haben wir. Das dritte ist da unten. Spähe für mich in die Ferne, Sühnen. Eieiei. Die Zeit der Raubzüge ist da und ich jage Schweine durch den Schlamm. Vielleicht hatte da gereicht. Kommt der denn her? Nein, hier geblieben. Komm zurück, du blödes Vieh. Ich würde sagen, wo ist das dritte? Schweinejagd. Ein Schwein hätten wir. Fragt sich, warum er das nicht selbst konnte.
Das sollten alle gewesen sein. Eivor Schweinsmal. Hier, all deine entlaufenen Schweine gesund und munter zurück. Haha, danke. Ich habe neue Stiefel und konnte den Gedanken nicht ertragen, dass sie schmutzig werden. Boah. Hier sind die versprochenen Marken. Aber ich finde, du hast dir auch das Recht verdient zu wählen, welcher Gott das Opfer erhalten soll. Ach, du Scheiße. Gut, dann krieg ich das jetzt. Thor, warst du Thor? Ja. Dies opfern wir dir, mächtiger Thor. Mögest du uns die Kraft geben, unsere Feinde bei den Raubzügen zu schlagen. Gut, Freunde, ich würde sagen, das war's dann für heute. Beim nächsten Mal werden wir hier weitermachen. Das scheint wohl mal ein etwas größeres Fest zu sein. Naja. Mal gucken. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Ich sage erstmal bis dahin und ciao.